Willkommen zum Emotional Connectivity Podcast der Talent Management Academy. Richtig zuhören hilft, unklare Sprache zu erkennen und Missverständnisse zu vermeiden. Dazu hat Rolf euch in der letzten Woche in seinem Podcast Gedankenanstöße gegeben. Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind gleich. Vor dem Gesetz, ergänze ich jetzt mal und denke dabei an unser Grundgesetz und dass der Staat alle Menschen gleich behandeln muss. Wir wissen jedoch, dass Menschen verschieden sind und, mal ehrlich, wie langweilig wäre es, wenn wir alle gleich aussehen, denken und fühlen würden. Und doch kennen wir diesen Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir gern mit Menschen zusammen sind, die uns ähnlich sind. Heute frage ich dich mal, woran erkennst du eigentlich, dass du eine gute Verbindung zu deinem Gegenüber hast? Und wann fühlst du dich besonders wohl, zum Beispiel auch mit Personen, die du nicht kennst und mit denen du ins Gespräch kommst? Welche Situationen fallen dir hingegen ein, in denen du nach wenigen Augenblicken denkst, nee, geht ja gar nicht? Ich lade dich zu einem Experiment ein, das mal wieder mit dir als Beobachterin startet. Schau und hör mal genau hin beim nächsten Treffen mit einer Person deiner Wahl. Ist er oder sie gut drauf? Läuft das Gespräch vielleicht mit einem guten Schwung und fühlst du dich im Einklang? Wie ist die Stimmung? Mit welcher Stimme spricht dein Gegenüber und wie wiederum sprichst du dann? Was kannst du sehen anhand des Gesichtsausdrucks und der Gesten im Gesprächsverlauf? Und wie verhältst du dich im Verlauf der Unterhaltung? Vielleicht wirst du feststellen, dass ihr euch tatsächlich ähnlich seid in Körperhaltung, Gestik und Verhalten und noch dazu gemeinsame Interessen teilt. Wie ist es aber, wenn die Chemie nicht stimmt und sich so etwas wie Antipathie breit macht? Blöd, wenn dir das beim neuen Chef passiert. Inwiefern kannst du da überhaupt gegensteuern? Auch hier gilt, der erste Eindruck kann täuschen. Es hilft dir, ganz bewusst zu prüfen, was genau dich stört und inwiefern es mit dir zusammenhängt. Kann es vielleicht sogar sein, dass er oder sie dich an jemanden erinnert, mit dem du eine negative Erfahrung gemacht hast? Probier dann doch mal im nächsten Schritt deine Aufmerksamkeit auf positive Eigenschaften der Person zu lenken und so mehr Verständnis zu entwickeln. Wie wär's denn zum Schluss mit einer Umdeutung? Alle Menschen sind gleich heißt, wir sitzen in einem Boot. Übrigens erst recht in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben. Enger zusammenrücken als Menschheitsfamilie schafft ein Gefühl der Verbundenheit. Eine kraftvolle Basis für das Wir. Bist du dabei?